So, willkommen zum zweiten Video, wo ich auf alle Märchen-Nazi-Zahlen reagiere. Heute die letzten. Das letzte Märchen-Nazi-Zahlen 1 bis 3. Habe ich natürlich vor kurzem gesehen. Aber trotzdem, nochmal kurz, nochmal drauf reagieren. Schade, ne? 5 bin ich durch 1. Viele Geschichten ranken sich um diesen wundersamen Dschungel, der im tiefsten Herzen von Buxtehude ruhte. Danke. Doch eine Geschichte hob sich von all den anderen Erzählungen ab. Natur. Frieden. Denn sie war, sagen wir mal, besonders asozial. Eine verschwitzte, bildhübsche Mutter, getrieben von Panik und Entzugserscheinungen, rannte vor großer Gefahr weg. Doch aufgrund ihrer pechschwarzen Raucherlunge war sie dem blutrünstigen Jäger speedtechnisch unterlegen. War schneller, ja, machen auch, die Löwen bei uns wenn es auch ihr immer. Eigenes Leben kosten würde. Dein Arsch gehört mir. War sie fest entschlossen, das Wertvollste ihres Lebens Mama? In Sicherheit zu bringen. Scheiße, zu viel Ballast! Ach, in der Brunnen. Oh, Scheiße! Smoke. Das ist dumme Kuh. Aua. Aber so, Aua. Wie es der Zufall wollte, wurde der Junge von einem Bären gefunden, dessen Bäreneltern Geschwister waren. Die Welt geht den Bach runter. Ganze fucking Wald ist vegan. Ey, Uah, ich bin in den Scheiß getreten. Bah. Was bist du für ein Schissgeburt? Wag es ja nicht, mich anzufassen. Komm her, komm! Oh, no, one, ich hau dich. Wie so ein Staubsauger. Du rauchst, ich rauch. Ab und zu passiv bei Mama im Bauch. Mevero Gold. Mevero Blau. Denn wegen Gold ist meine Lunge schon grau. Nature, ja schau, wie ich den Tabak drehe und bau. Und Frau? Was Frau? Ja, meine Mama warf mich weg und dann schau. Ab heute soll der Name sein Smokey. Bisschen weiß ich noch. Ah, ist die. Sorry, Gewohnheit, Gewohnheit! So nahm Babalu den kleinen Fremdkörper mit, da er ihm helfen wollte, im Dschungel zu überleben und auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Smokey, wir kennen uns mittlerweile eine halbe Stunde. Ich glaube, du bist bereit, ein Mann zu werden, ja? Okay. Babalu kannte den Dschungel und der Dschungel kannte Babalu. Aber einen Ort kannte er besonders gut. Den kenne ich auch, bin ich jede Woche. Bah, was ist das denn? Gefällt dir? Normal. Mach den mal zum Mann, ja? Gönn dir! Komm rein. Spitz wie die Karotte in Flair hopste Smokey in die warmen, flauschigen und nach Kippen riechenden Arme der Wolfsmutter. Sie erzog den kleinen Smokey zu einem stattlichen und feinen Herrn, der den gepflegten Ton des Dschungels sprach. Aus dem Weg! Gib mir Kippe, halt die Fresse, wenn ich will! Ey, Smokey ist der Beste, tu dir weh! Jeder kennt mich, der Typ, der im Dschungel lebt! Voll tätowiert, halbe Gang inhaftiert. Aber Gegner treffen nie, wenn meine Kette reflektiert. Für dicke Ayahuasca, für ein bisschen Zaster. Ja, meine Kindheit war nicht leicht, sondern ein Bastard. Ich erinnere mich noch, als ich 10 war. Papa kaufte Mama für einen 10er. Ich schoss aus ihrem Ass, als sie geblüht hat. Darum halb Mensch, halb Schläger. 1 Euro Feuer in der Tasche und ich rauch ganze Nacht immer 3 Euro die Stunde, ne? Feuerzeug öffnet jede Flasche und ich rauch, ob im Club oder Knast. Natürlich, 3 Euro pro Stunde. Die besten Kokosnüsse des Dschungels. Mhm, okay, kann ich bestätigen. Gute Kokosnüsse. Sehr gute Kokosnüsse. Feuer in der Tasche und ich rauch ganze Nacht immer wach. Feuerzeug öffnet jede Flasche und ich rauch, ob im Club oder... Hey, wie sieht das, dieser eine hier? Sieht aus wie so Naruto. Jede Flasche und ich rauch. So ein bisschen, so ein bisschen. Feuer! Hilfe! Ja,
Die rote Blume. Der Junge ist haram. Auch wenn du wie ein Sohn für uns bist, du kannst hier leider nicht mehr bleiben. Hab's ja bisher früh bemerkt, dass der Feuerzeug dabei hat. Ist okay. Komm, wir gehen. Komm auf meine Schulter jetzt. Komm, komm. Komm, die waren wie Familie für mich. Warum bläst du jetzt so Trübsal? Halt doch einfach dein Maul. Bist du eigentlich mein Papa? Bah, nein. Ich bin ein Bär. Ich weiß nicht mal, was du bist. Aber weißt du was? Ich zeig dir jetzt mal, wie das Leben hier im Dschungel funktioniert. Jetzt komm runter von meiner Schulter. Oh. Oh. Okay, Babalu. Erklär mir mal die Regeln des Dschungels. Hey, Babalu, Bubbleheads. Hör mal zu mit deinem affenhaften Face. Babalu, bring dir bei, wie man lebt. Baller Bäume und ich zeig dir Opfer jetzt, wie das geht. Hey, Babalu, Bubbleheads. Du bist so fett, man sieht dich schon von Outer Space. Babalu, bring mir bei, wie man lebt. Bin dabei, anzusehen, wie man den Scheiß übersteht. Hier im Dschungel reiben wir uns oft am Bauch. Okay, wow. Das ist schlau, weil kein Stress wie bei einer Frau. Okay, wow. Für Honig müssen wir ein paar Bienen hauen. Okay, wow. Und dann verbrennen wir noch ihr Haus. Okay, stopp. Hier im Dschungel waschen wir uns nie. Okay, wow. Aus den Traum drüben machen wir oft Lean. Okay, wow. Unterm Stein hier verstecke ich mein Weed. Okay, wow. Und stecken diese Bananen ganz tief. Okay, stopp. Erklär mal lieber, wieso bist du hässlich? Warum du so fett bist und dein brauner Keck bist? Übertrieben. Was tust du mich in meinem eigenen Song? Ich erkläre dir gerade die Regeln. Die beiden Köpfe sind sicher da. Das war alles, du unglaubbares Stück Pasta. Ich komplett vergessen. Entschuldigung. Oh, ich muss erstmal runterkommen. Meine Asthma-Lunge macht das nicht mehr mit. Oh, hoppla. Boah, hast du auch Asthma? Mies. Nein. Das war mein Lieblingsbaum. King Daddy. Skurkan. Hab ich euch. Dicker, komm auf meine Schulter. Okay, alles klar, Dicker. Komm. Mama, bitte hör auf. Oder mach weiter, Mama. Nee, Mama, ich will das nicht, Mama. Hör doch auf. Oder mach ein bisschen weiter. Alter. Hallo. Hallo. Shit. Shit. Macht ihr mich nach? Die Köpfe sehen irgendwie aus wie so ein bisschen dieser Affen-Emoji von WhatsApp. Ich bin ein Stück Scheiße. Ach so dumm sind wir jetzt auch nicht. Verdammt, diesen Überschlag. Alter, das ist schlauer als ich. Verdammt. Ist ja gut. Ja, Sandra. Was bist du denn? Ich bin ein Mensch. Das hab ich schon vergessen. So wie du. Ich bin ein Mensch? Aber wo ist Babalu? Boah! Scheiß doch auf Babalu! Lebt doch lieber hier, mit uns Menschen! Dieser Arme. Aber ihr seid doch Affen! Halt dein Maul! Warum nennst du uns die ganze Zeit Affen? Du mieses kleines Stück Scheiße! Lass mich dir was vorsingen. Aber wir haben gerade schon zweimal gerappt. Was ist das da? Ayahuasca. Was ist das da? Hut von Klada. Gib mir Ketten, ich will sein wie du. Schuhe und deine Tattoos. Was ist das da? Heiß wie Magma. Ich will das haben. Unpassbar. Sowas hab ich echt noch nie gesehen. Ich will dieses Homo Sapien Gerät. Gib her. Wir brauchen diese Technologie. Gib her. Wir haben uns in das Feuer verliebt. Gib her. Sodass man das beim Scheißen was sieht. Gib her. Soll ich das kurz zurückspulen? Gesehen. Ich will dieses Homo Sapien Gerät. Ist das so eine kleine Anspielung, diese Affen-Emojis? Sind ja auch so, eine halt vom Mund, der eine so, der andere so. Das Feuer verliebt, so dass man das vom Scheißen was sieht. Wir wollen so sein wie du. Ich komm mit einem lauten, verrauchten Miau. Und alle kleinen Pisser im Dschungel, no wow, ist der schlau, gut gebaut. Dieser Wald sieht so gut aus, da wohne ich auch. Wenn ich etwas sage, sagen andere genau. Remember my name, Skurkan, der dich zerkaut. Der tut in deine Mama und ihre Mama vertraut. Bin crispy wie Chips und süß wie Kakao. Cola küsst Orange, mein Fell glänzt wie Morgentau. Jetzt haltet eure Fresse. Ja. Ey! Jetzt bin ich das mächtigste Wesen im Dschungel. Krass. Oh.
Mamalu, ich habe dich einmal gesucht. Damals, wie er es vorhin gesagt hat, Asthmalu. Mach schneller. Ich habe was im Tauschen. Das neue Merch aus dem BAM Shop. Dabei. Eternal God Collection. Gerade raus. Voll ich krass. Direkt holen, muss ich mich direkt holen. Sie ist tot. Okay, cool, dann behalte ich den selber. Der Junge hat sie umgebracht. Babalu, du bist einer von uns. Entscheide dich. Menschenwesen oder der Dschungel. Dschungel. Ich hab dich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Dschungel. Babalu, du dreckiges Netz. Vorher. Hätte ich auch so gemacht. Hätte ich euch genau so entschieden. Geh wieder zurück zu den Menschen. Aber ich will nicht. Ich gehöre hierhin. Zu euch. Aber dort würdest du besser hinpassen. Die Menschen brauchen deine Feuertechnologie. Brauchen wir aber unbedingt. Aber ich spreche doch gar keinen Mensch. Stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt. Das Dschungelbuch, wie konnte er damals mit den Menschen reden so? Sag mal kurz drüber nachdenkt. Ja, gibt Sinn. Vergiss nicht, was ich dir alles beigebracht habe. Das vergesse ich niemals, okay. Popolu. Jetzt verpiss dich. Auf dich? Hallo, einen wunderschönen menschlichen Nachmittag. Hilfe! Ein Monster! Karin, was ist das? Theodor, tu was! Ich kümmere mich drum. Ich komme in Frieden. Theodor, jetzt du! Scheiße, ich mach dich fertig! Boah, das so sagt man krass sich hier. Aus. Hallo. Und so lebte Smokely bis ans Ende seines Lebens bei seiner neuen Familie. Ja, mach auf. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, du stehst ja so auf alte Sachen, hast du gesagt. Da ist ja noch was drin. Was drin? Nee, eigentlich nicht. Oh, aua, Erdbeben. Was guckt ihr so dumm? Hab ich nie Genie gesehen? Let's go. Ich muss sagen, den ersten Teil fand ich am schwächsten von allen. Er war mega gut, aber am schwächsten so im Vergleich zu den anderen zwei. Weiter geht's mit dem zweiten. Wir tauchen ein in die unendlichen Sandmeere von Baklava. An hitzigen Vater Morganas und fieberheißen Dünen vorbei. Bei Casino, es gibt nichts, was fürs Casino spricht. Reiste ein junger Voyeur aus Singapur auf dem Rücken seines Bandscheibenvorfall geplagten Kamels. Seit tausend und einer Nacht nur von eigenen Körperflüssigkeiten genährt, war er auf der Suche nach einer von Schätzen überfüllten Höhle. Wallady. Walladika Wallady. Warum bist du eigentlich Kamel geworden? War das so dein Traum? Ja, doch das Traum Kamel auch. Sprach nur an Edoates. Ich möchte auch irgendwann Firamel ein Kamel werden. Das ist mein großer Traum. Lauf weiter, wir müssen Höhle finden, Mann. Nur wegen diesem Sultan, ey. Oh, aua, Achtung, Flashback! Au. Ah, ein Kunde. Salam alaikum, mein Freund. Ah. Heute ein guter Tag, um ein Auto zu kaufen. Ja. Komm mit. Dieses Auto kaufen, du kriegst meine Adoptivtochter aus Deutschland. Und Deutschland? Deutsche Pass for free. Was heißt for free? Diese Englisch heißt gratis. Ah. Wie sieht Tochter denn aus? Hier, ich hab ein Bild von meiner Tochter. Oder das Automobil, aber Tochter nur für 2 Monate. Was heißt das für Sally? Das ist auch Englisch, heißt günstiger, heißt Gebrauch. Genau. Aber Tochter gibt's nicht gratis dazu. Ja, also das kann man ja auch ganz einfach, ne, wenn man hier ganz einfach in Google-Übersetzer geht. Das heißt, günstiger und gebraucht. Merkt euch das.
Dann nehme ich das. Womit will der Herr denn zahlen? Mit Bild von deiner Tochter. Ah. Wie ich sehe, kannst du gut verhandeln. Dann soll Gefährt dein sein. Hier, Schlüssel. Diese Möhre. Und weil du so ein guter Geschäftsmann bist, kriegst du das hier for free. Schatzkarte. Das hier for free. Schatzkarte. Du bist hier. Höhle. Wüste. Gitz. Jenkins der Ersteste. Ja, ja. Komm wieder, wenn du reich bist, kriegst Tochter von mir. Nein, ich komm wieder, wenn ich reich bin. Getrieben von Faulheit wünschte er sich nichts sehnlicher, als das Herz der deutschen Adoptivtochter zu gewinnen, um den deutschen Pass zu erhalten. Deutsche Pass. So war er gezwungen, die sagenumwobene Höhle zu finden, denn zu normal arbeiten war seine Meinung eher... Nee, lieber nicht. Stopp! Wir müssen Höhle finden, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Was sagst du? Oh Gott, dieser Text, das habe ich auch vergessen. Oh. Wir müssen Höhle finden, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Loren Ibsen, ich kann Latein, ist ja so ein Text, der immer als Filler verwendet wird. Ich bin eigentlich gar kein Kamel. Damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Ich bin gar kein Kamel, da ich nur einen Höcker habe, darum habe ich immer Durst. Vielleicht kannst du mich essen, wenn du Hunger hast. Hallo Mama, ich wünschte, ich könnte noch Spanisch lernen in diesem Leben. Was sagst du? Ich habe gesagt, Name gleich. Anführungsstrichen Referrer, Ausführungszeichen Content ist gleich. Origin when cross origin. Ja, ich glaube, du hast recht. Aber wo ist diese Höhle? Ah, da ist die Höhle. Höhle. Hallo Höhle. Salam alaikum. Aleikum assalam. Was das für eine Kleidung? Komm mal näher an mich ran. Hab gehört, du hast Reichtum und ich bin arm dran. Und das soll mir leid tun. Ich glaub, du bist krank. Ich will aus der miesen Armut raus, weil brauche diese eine Frau. Und bevor ich sie dem Sultan klau, wollte ich lieb nachfragen, ob du dein Gold noch brauchst. Ich weiß, ich sehe unsympathisch aus, aber heute bin ich bin damit drauf. Komm Höhle, wenn du dich das brauchst, doch gönn nur eine Sache, sonst will ich dich verdauen. Rommel, hör auf! Ach Mann. Fisch, was er gesagt hat. Sieht auch so geil aus. Was? Bald Feature mit Flair? Hallo Mama. Okay. Okay, ich komm jetzt rein. Dann schreite nun ein durch die geheime Pforte. Rein, Pforte. Immer der Nase nach schritt Valadin durch die Nasennebenhöhle der Höhle, gefolgt von seinem treuen Begleiter Chamel. Oh Mann, diese ganze Texte. Von seinem treuen Begleiter Chamel. Aua. Valadin, wo bist du? Hier lang ist der richtige Weg. Du bist so unnötig. Nach drei Burnouts traf Waladin endlich auch Hilfe. Digga, was bist du denn? Ja, du hast mich zum Leben erweckt. Weißt du, wo Gold ist? Ja, aber ich muss vorher Revi abonnieren. Oh. Okay, ein Nein hätte kaputt. Genügt. Oh mein Gott. Das komische Kamel. Nein. Es ist eine geile Idee, aber es ist irgendwo nervig. Genügt.
Ich bin. Oh. Nein, hätte genügt. Sie ist gut, haben wir jetzt Zeit? Ich hab dich lieb, Waladin. Aber du mich nicht, oder? Seid oder seid, das ist hier die Frage. Die Mau. Der Limau. Oh. Weg von meiner erogenen Zone. Sorry. Gold. Ja. Das Gold. Hier riecht es ein bisschen nach nie mehr Arbeit. Oh, komm. Oh, meine Güte. Hammer. Nicht so schnell reden. Versteht doch gar keiner. Limau, ich habe gerade gebrütet. Aber kam nichts raus. Punkt, Punkt. Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Wow! Nee, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Locker mehrere Tausende von Karat. Oh, warte, nein, Flashback! Doch gönn nur eine Sache, sonst werde ich dich verdauen. Okay. Oh, sind Sie, und die kommt Gold und nie mehr arbeiten und Tochter von Sultan klären und dann auch deutsche Pass haben und dann nicht nach Singapur Pass. Müssen zwei Jahre lang den deutsche Pass wichtig oder dampfen. Nein, dampfen nicht gut für Lunge. Du solltest doch nur eine Sache nehmen, du Geringverdiener. Rommel, du Opfer, was machst du nur? Nein, Rommel, du Idiot. Wieso entehrst du mich? Wieso? Die Höhle, sie stört dein! Nun, an der Stelle bin ich mal wieder raus. Dieses Kamel ist so ein Fassel. Lass jetzt ein Like da. Ja, genau. Like. Hab ich sogar noch. Nice. Hast du Feuer? Die beiden waren im Rumpf der Höhle eingesperrt und ohne einen Ausweg ging den beiden der Sauerstoff aus. Dampfend ahnte Waladin jedoch nicht, dass er an einer Wunderschisha smogte. Und so begab es sich, dass nach drei Zügen vom Traube-Minztabak plötzlich etwas Magisches passierte. Du bist ein Genie. Digga, ich war gerade beim Yoga. Ich hab drei Wünsche frei. Was für drei Wünsche? Du hast keine Wünsche. Vier. Was für vier Wünsche? Alter, du Fresse. Drei Wünsche. Okay, drei Wünsche. Ich bin kein Genie. Was wünsche ich mir? Junge, hör mir zu. Du hast keine drei Wünsche. Ich bin kein Genie. Ich will Elefant und an seinem Bein ne Rolli. Er lebt nur von Hanf. Sein Spitzname wär dann Stony. Wäre gern bekannt, dann hätt ich auch ein paar Omis. Scheine auf der Bank, davon wächst und stärkt mein Pony. Also an sich im Video habe ich vieles in Erinnerung, nicht alles, aber die Songs konnte ich mir sehr gut einprägen. Das war mal sehr toll. Limonadenstand, Zutat des DHT Brownies. Nie mehr Pizzarand, doch Pizzarand ist auch geil. Pizzarand ist sehr oft sehr geil. PS5 und Sony, tipp ich das fliegen kann, dann schreib ich nie wieder OK. Ich wär gerne Schrank und Montana zu den Tony. Sag nur, ich wünsch mir und ich bin dein Genie. Besorg dir eher 8 Spider, wenn du Speed liebst. Und ihm sitzen Blondine im Bikini, erst aus Länder auf Tahiti. Was zu rauchen, du kriegst ne ganze Plantage. Ich geb dir in der Badewanne Massage. Und wenn du willst, auch eine Strip-Einlage. Ich und du zwei Kinder, dickes Haus mit Garten. Egal was, ich klär für dich direkt. Der Männer konnte einfach Smokely noch war. Zwei Kinder, dickes Haus mit Garten. Egal was, ich klär für dich direkt. Mach auch Butler. Bring dir Frühstück ans Bett, du bist mein Rührei. Ich bin dein Speck, drei Wünsche frei. Entscheide dich jetzt. Deutsche Pass! Was kann ich nicht? Deutsche Pass! Das kann ich nicht, brauchst du die Dragon Balls für? Deutsche Pass! Hör mir mal zu! Deutsche Pass ist viel zu mächtig! Ich weiß, Deutsche Pass ist so mächtig. Ich möchte auch einen, also der ist so krass. Der ist krasser als alle Dragon Balls zusammen. Ich hab Dragon Ball nie geguckt. Aber trotzdem, dieser Deutsche Pass, der ist krass. Was dann?
Wünsch mich frei? Nee, boring. Deine Mutter. Wie sind wir eigentlich freigekommen? Wie ein Musikvideo. Und wo ist mein Kamel? Oh, Kamel. Pass doch auf dein Kamel. Sag mir, was du dir wünschst. Sag! Ja! Ach, jetzt! Sieh hier. Das ist Prinzessin Jacqueline. Außerdem ist die ultra fame geil. Dann 5 Millionen Follower. Okay, Tama. Oh, mit die Fresse. Wow. Boah. Aber wie komme ich zu ihr? Warum hat sie sich angeschaut? Schau, das ist deutsche Flagge. Deutsche Flagge. Voller Euphorie und mit 9 Punkten in Flensburgistan machte sich Valadin auf seiner fliegenden deutschen Flagge auf den Weg Richtung Prinzessin Jacqueline. Sie war bekannt als die hübscheste, reichste und famegeilste Frau in ganz Baklava. Das machte sie traurig und brach ihr Herz, denn sie wusste, dass das eine Lüge war. Die keine Lüge war, sondern die Wahrheit. Oh, ich bin so reich, ich hab schon wieder Erdöl gefallen. Das habe ich auch komplett vergessen. Der Tiger. Ich wünschte, ich würde stimmt, nicht mehr der war so nur so eine Nudel. Sein, aber trotzdem reich. Ach, Rajan. Meine Oma hatte sowas. An Gosling. Miau. Miau. Ach, Rajan, du hast immer die richtigen Worte. Oh, was ist das denn? Ist das etwa ein Vogel? Ja, okay, war ein Vogel. Aber was ist das denn? Ah. Oh. Jetzt kicken die Pilze. Ey, Puppe! Glück auf dem Flug auf Premierenbasis? Nee, ich flieg nur Business Class. Aber ich hab 6 Millionen Follower auf Instagram. Okay. Schon krass, dann muss er ja schon 1 Million haben. Da hat sich ja 5 Millionen gewünscht. Die Schönheit zu bin. Nimm mal dein Geld für Spiel und Tee. Schwanger bist, kein Problem, ich geh kurz kippen holen. Träume werden nun wahr, egal was du sagst, ich sag ja. Wenn du weg bist, werd ich mich emotional nie erholen. Deutsche Okay. Wen hat er da alles hier? Ist nur mein Zeitcheck. Zeitcheck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smokely und Sniff. Für den nächsten. Ich akzeptiere das. Liebe ist halt das, was du draus machst. Oh, das klingt alles total armselig. Ich freue mich drauf. Ey, was ist los? Ja, so geil, wie es eigentlich so ein Liebeslied, so richtig emotional gemacht, einfach so Deutsche Pass, geometrisch, Foto ist gemacht. So eigentlich ist das so ein Liebeslied, aber trotzdem so Deutsche Pass. Wow. Mach was! Was denn? Mach irgendwas! Ja, mach ich tu doch was! Was denn? Bitte, mach doch was! Deutsche Pass! Ich brauche diese. Mustermann, aber ich bin nicht diese. Ja, steht da alles drauf, ne? Aber ich bin. Ich brauche. Okay, Mustermann, Schocklehen. Geburtstag, 12.08.1964, ziemlich alt, Berlin, Deutsch, mit dem D, das ist wahrscheinlich die Unterschrift, Mustermann, Jacqueline und eine auch Zahl. Diese. Wunderschön. Aber ich bin nicht diese. Ich wünschte, ich wäre Jacqueline. Thomas? Stimmt, du bist so ein Otto, ja? Warte mal.
Kann ich den dritten Wunsch für mich benutzen? Was wünsche ich mir? Lambo? Rolex? Nein. Freiheit? Mann, Alter, nein! Ich hab's! Boah! Die geilen Klamotten, die neuen Bam Shop online gekommen sind! Warte, wie sieht hinten aus? Alter, ich bin jetzt Black genau so. Vergessen und ohne Schuldgefühl. Stimmt, von Waladin Chamel, wurde Chamel allein gelassen. Chamel. Und lebte von nun an reich, aber auch nicht mehr lange, aufgrund von Sauerstoffknappheit im Rumpf der Höhle. Okay, er hat glaube ich gesagt, ich will jetzt eine Pause hier und noch langsam machen. Obwohl, wisst ihr was, kackt drauf. Welches Märchen kommt jetzt? Rumpf der Höhle. Welches Märchen kommt jetzt? Kitterpart, irgendwo. Das letzte, was es sah, jawohl, Bruder, war ein Leuchten. Ich bin frei! Yeah! Oh nein! So, jetzt ist das letzte der letzten Märchen. Ho, 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 ho. Kinderaugen weinen, denn dies Schmutz ist das letzte Märchen in diesem Elefanten und gute, alles Gute zur Vaterschaft in Scope 21. Asozial. Im nobelsten Geringverdienerviertel von London, wo nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Regen sauer war, lebten einst dreiartige, finanzschwache Flegel. Man rief sie bei ihrem Namen. Statist A, Statist B, stimmt, und Namen. Candy. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns und hilf allen anderen Armen. Amen. So, Schlafenszeit. Aber eines klanglosen Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der drei unterbrochen. Boah, Fiebertraum, durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Schaut als Fee auf, genial. Wir haben kein Geld. Bist du Herr Jesus? Doch unser zwielichtiger Held beruhigte sie, indem er ein Gedicht vortrug, das er extra für Geringverdiener vorbereitet hatte. Die kaputte, ja genauso muss das sein. Valentino Supreme Giro, dicker Stein. Louis Vuitton sogar an meinem Bein. Ihr seht nicht aus wie Hartz IV, sondern Hartz I. Ja, wir sind fucked up. Und ich fühl mich krasser. Drum in eure Hut, wenn ich lange nicht gelacht hab. Unser Leben sagt halt geringverdiener Papa. Hier ist Toast mit Zwiebeln und nennt die Scheiße dann Papa. Ja, wir sind dumm und wir lieben ungespielt. Drum haben wir aus Versehen seine Adresse geliebt. Halt die Fresse! So cool, so. Ich kann jetzt natürlich nachgucken mit dieser Adresse. Ich hab's damals, als das Video rausgekommen ist, versucht. Hab's aber nicht gefunden, nicht hingekriegt. Keine Ahnung, wie das geht. Fresh Kitterpart, weil er so reich ist, lässt ihn jede rachen. Er hat den Big Trip wie ein Irrenmann. Ich kleb an seinem Arsch ein Leben lang. Ich zeig euch dann, wie wir als Kinder waren. Es gibt ein Land namens Schlimmer Bland, wo jeder unter 16 schon trinken kann. Und Teile, die reinkicken, wie bei Rinder waren. Komm mit in die Mine, namens Ketamine. Brauche eine Frau, weil ich den ganzen Tag deale. Die verpackt und ab, wie Kunden gibt es viele. Lass dich an meinem Sack fest, wenn ich mit dir fliege. Komm! Durch die zarten Klänge gewann er die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben so richtig verprügelt wurden und deshalb blauäugig mit jedem Fremden mitgegangen wären. Alles, was Keta brauchte, war ein bisschen Feenpepp von der Fee Peppa Pepp. Ah, Dicker! Du siehst aus wie mein nächster Ehemann! Ah! Mach keine Faxen, ja? Warum hab ich keine Wirbelsäule? Hier, das kickt gleich richtig rein. Oh. Ist das Keta? Nein, ich glaube, das ist Feenstaub. Er riecht aber so wie Keta. Dann frag doch mal Keta Pan. Keta? Wow! Keta! Keta Panini! Sorgen Arylcyclohexylaminen in der Präkoxenadoleszenz für eine Dysfunktionalität der Zytokinese? Ja, genau. Was? Ich hab gar nicht zugehört! Was ist das? Die Galaxy Bud 2, Farbe Oliv. Passen perfekt zu meinem Outfit mit Noise Cancelling, damit ich euch gut eingebaute Werbung immer. Wem redet der da? Weiß nicht, ich glaube mit der Kamera. Let's go! Brauchen wir nicht auch Feenstaub?
Nein, ihr seid schon bezaubernd genug. Das war auch. Cool, danke. Und so machten die vier sich auf den Weg Richtung Schlimmerbland. Oh, wie ich mir schon immer einen Freund wie dich gewünscht habe. Ey, was los? Ja, sorry. Ja, vom letzten Teil gut verbunden. Warte! Am unerforschten Arsch der Welt durchkreuzte ein Schiff, welches ein Fass war, in dem ein Schiff war, neben dem ein Fass war, auf dem ein Schiff war, die sieben Weltmeere. Ein Tentakel-Hentai-süchtiges Pack Piraten, noch bitter verkatert von der letzten Gin-Tonic-Orgie, hatten ihre allmittagliche Morgenroutine. Saufen. Sie schworen lebenslange Treue dem Mann, der ihnen die zweite Season von Squid Game versprach. Genau der. Sein Name war Captain Fook! Gefürchtet wegen seines Holzbeines. An seinem Arm. Das war auch so geil. Vogelfreies Land versifftes immer noch an der Mutternucke des Park. Nein! Seid ihr bereit, mehr CO2 in die Luft zu pumpen? Nein! Ich bin ein Papagei. Wo ist mein Rum? Stimmt, der Papagei. Ja, Captain Support. Das war ja Maxi. Sniff. Und jetzt. Lass uns nachhaltig los angeln! Ei! So angel ich auch immer. Oh. Ui, Memo. Ui. Ui, ui. Schau mal hier. Ist ja gar nicht mehr da. Oh. Ketapan? Ketapan? Ketapan! 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 Verdammt! Mein Kreuzfahrtschiff! Schiffe versenken. Ketapan! Es schreckt mich nicht so! Captain, wir haben Ketapan gesichtet. Ketapan? Jawohl! Alle Mann an die Kanonen! Sind das Piraten? Sind das Piraten? Natürlich sind das Piraten! Guck! Feuer! Sein Laser. Die haben aufgerüstet! Auch mega toll. Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Captain, ich glaube, ich bin für diesen Job nicht gemacht! Nachladen! Hey! Mein Augenkappe hat nie gereicht. Was? Ja, hör doch mal, was ist das für ein Lärm? Was? Schiff mit 70 Kilo Gras, das Schiff der Namen Dilara. Von vier kassieren wir Hartz IV zusammen und sniffen uns die Birne zu. Machen Stress ohne Grund, ja, so wie Flair, haben Laser stark wie Todesstern. Wir ballern, als wenn wir auf Drogen wären und spritzen dann die Knirpsen. Oh, oh, das Boot ist Schrott, unser Müll. Das ist aber auch einer der geilsten Songs von Ju. Der war auch übelster Ohrwurm. Alles vom Captain Fock. Crossover mit den Ehrenmännern auf der Galaxy. Ich habe damals so Gänsehaut bekommen und jetzt auch gerade wieder. Oh, ich frage mich, wie es da weitergehen wird. Was war das? Babu, Statusbericht. Babu! Unser Captain ist ein Ehrenmann, der uns den Part erklären kann. Das ist eine Netflix-Serie, wir haben Stellen in unserem Profil. Hey. So, aber was stand da? Ich glaube, ich habe komplett vergessen. So, hier steht. Ey. Ich bin's, Sniff. Weil Captain Fook mein bester Freund ist, habe ich einen Tinder-Account für uns zusammen gemacht. Wir haben auch eins Netflix produziert. Heißt Life is a Glitch. So, was ist nochmal gucken wollte. Hier war ja auch irgendwo Revi eingebaut. Ich glaube hier. Hier müsste er gehen. Von unserem Cock auf Geist von Captain Fork. Die Kids kann ich nicht
manchmal wäre man der größte Huso ist Kita. War der nicht hier? Da unten, da war er. Da, wo meine Maus ist. Unser Captain sehr wehgetan und ist unter Wolle Krokodil. Was war das? Babu, Statusbericht! Oh, gut, Babu! Unser Captain ist ein Ehrenmann, der uns Kinderpartien klären kann. Und dass wir eine Netflix hier haben, steht in unserem Profil. Hey! Ho, ho, Piraten streitet Insel an, für mit CO2-Delfine. Und jetzt dabei, sag mir, wo ist jetzt dein Gott? Fridays for Future Schluss, wir haben doch Sonnencremeschutz. Bis das Wasser die Erde schlutt, dank dir, Captain Fogg. Oh Mann, der ist weg. Captain, der ist weg. Nein. Kita-Pan! Captain, warum jagen wir Kita-Pan eigentlich? Schnell! Ja, Captain! Sie waren wie Bros im ganz großen Stil und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Doch Peter Pan, der Keck, konnte niemals verlieren. Drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Des Freundschaftsband war dadurch entzwei, wie des Captains Arm, oh wei, oh wei. Wieder mit Schuss Mutti, das ist auch so gut eingebaut. Er schmiedete einen Racheplan gegen seinen einzigen Bro, den Kita Pan. Das war übrigens überhaupt kein Voice Crack von mir. Werden Sie recht? Hab ich recht, Jungs? Jawohl! Für die Kette! Rankita Pan! Gut, dass eine elektronische Kerze ist, ne? Oh shit! Burek! Das ist dieser Burek, der jetzt wieder zurückgebracht wurde, ist ja auch nur durch die Wünsche der Community entstanden. Nachdem Keta und Candy zweimal geblitzt und viermal vom Blitz getroffen wurden, kamen sie endlich in der Keta-Mine auf Schlimmerbland bei den Lost Boy-Kellerkindern an. Wow, ein paar Lumpas, aber ein hässlich. Halt dein Maul, es ist Lost Boys Kellerkinder live. Blutband voll Chemie und Scheiß. Asbestlunge für guten Atem. Was bist du, Frau? Bruder, lass was starten. Okay. Halt's Maul, du hast nichts zu sagen. Wir sind alle toxisch, aber noch zu haben. Unser Bro Tony, der sieht keine Farben. Jetzt pack den Schuh, während wir hier graben. Ich bin die Kenny und gebe kurz Introduction. Kleine miese E-Boys, die euch geht, alle klatschen. Ihr kleinen Flaschen, geht euch lieber waschen. Sonst hol ich meine Eltern, die Fäuste verpassen. Eure Haut nicht nice, aber weiß wie Väter. Mein Kleid für die Hochzeit wird genäht. Man hat keine Zeit, hat ein Date. Ruhe, denn Mama sagt, heute bis später. Bin back, bisschen verbrannt und ohne Hand. An Land fall ich Pepper, Peppy Blatt in der Hand. Hab mir deine Adresse genannt und jetzt lutscht alle mein Schwarz. Angekugeltes Bein, ihr Landratten. Oh, genau. Hohe Besuch, daran hab ich auch gedacht. Da ist. Oh, Gesundheit, Dank. Endlich kann ich meine Rache vollstrecken. Ja. Ey, komm nur, ich verpasse dir zu eines Holzbein. Da bist du viermal die Grund, der du bist. Fass mir nicht an. Ey, denkt jemand mal an mich? Stimmt, Pietro Lombardi. Pietro Lombardi. Dieser Klinge. Oh, ein Krokodil. Immer geht es nur um euch. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Und nicht deiner. Oder deiner. Hauptsache, Carpaccio geht's gut. Carpaccio? Ich heiße Carpaccio. Sohn? Papa? Mein Carpaccio. Ich heiße auch Carpaccio. Ich hab Zwillinge. Papa, ich hab Sterne. Mein Bruder heißt auch Carpaccio. Papa. Ich auch. Ich heiße auch Sniff. Jo, so war Inscope nicht der Einzige, der mit seiner Vaterschaftskunde für Krokodilstränen sorgte. Das Krokodil reiste mit seiner neuen Familie an die Copacabana.
Den Witz habe ich bis heute nicht gecheckt. Mit wir haben beide alles verloren. Ich, meine Crew. Du, deine Oompa Loompas. Diese komischen Laserschwerter sollst auch die ganze Zeit. Wum, 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 wum. Wieder ganz am Anfang. All die Jahre habe ich dich voller Hass gejagt. Und jetzt stehe ich vor dir. Und das Einzige, was ich will, ist zusammen mit dir den größten Schatz der Welt zu finden, der irgendwo auf der Grand Line versteckt wurde. Stimmt, die 50-50. Die One Piece Referenz. One Piece habe ich nicht viel geguckt. 50-50. Auf der Suche nach dem Schatz fanden sie ebenso heraus, dass sie ein fiktives Produkt von auf Substanzen hängen gebliebenen Autoren waren. Interessanterweise kamen diese Substanzen von der Copacabana. Alle waren glücklich und zufrieden. Hallo? Bis auf Candy. Also tat sie, was alle Frauen tun, wenn sie sitzen gelassen werden. Sie tanzte. Genau so machen die das. Merkt euch das. Ach, Candy, mein hässlichstes Kind. Was machst du denn hier am Fenster? Das war eine tolle Musik. Ach, Mutter. Ich hatte gerade den unnötigsten Traum meines Lebens. Sag mal, wo sind eigentlich deine Brüderchen? Statist A und Statist B? Diesen Namen auch, Statist A und B. Ich habe sie nicht umgebracht! Zur gleichen Zeit, in einem unscheinbaren Wald, passierte etwas, was keiner der Bewohner des Märchenwaldes mitbekommen hat. Außer ihm hier. Elfried Eichelhardt von Sack. Geil, damit mache ich mir später eine gute Suppe. Genannt Rotkäppchen. Hier ist gute Stelle, hier ist gute Stelle. Kaum hatte das Rotkäppchen den Sack vergraben, vergaß es ihn auch schon wieder. Über tausende von Jahren ruhte das Säckchen tief unter der Erde. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Hier war auch dieser Teaser nochmal für die Songs aus dem Boden. Ja, die sind ja auch schon online. Wenn der dritte Teil rauskommt, werde ich vielleicht auch, also da werde ich vielleicht auch eine Reaktion alles hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video. Schaut bei Chu vorbei. Erstmal seine Videos liken. Obwohl ich glaube, die meisten haben die Videos eh schon gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.